Heute bei mir zu Gast Marvin Hitz. Hallo Marvin. Hallo. Bevor wir quatschen, erstmal ein Käffchen. So Marvin, dann sag mir mal, was darf es für dich sein? Gerne einen Espresso. Espresso. Hast du schon mal an einer Siebträgermaschine gezaubert? Bisschen schon, ja. Ja, dann zeig mir mal, was du kannst. Sehr gerne. Und während du da dich verwirklichst, genau, sieht schon mal ganz gut aus. Ich hab bei Instagram gesehen, du warst mit der Familie in der Schweiz und in Italien im Urlaub. Ja. Wunderschönes Land. Ich bin auch immer gerne da im Trainingslager Bad Ragaz. Wo muss man in der Schweiz gewesen sein, dass man sagt, man hat auch wirklich was gesehen? Boah, da gibt es so viele schöne Orte. Wir haben so viele schöne Orte. Aber nimm mir mal drei. Ja, was gefällt dir denn gut? So ein bisschen das Italienische oder das Deutschschweiz? Ich würde dich so ein bisschen im italienischen Teil sehen. Da gibt es auch guten Espresso. Ja, sehr gut. Ja, so gut. Lugano, Ascona. Sind auch schöne Städte, richtig, oder wie? Klein, alles klein, aber alles auch am See und auch ein bisschen die Berge in der Nähe. Hört sich gut an. Und das sieht gut aus. Jetzt nur noch meinen Kaffee und dann kannst du losgehen. Wenn du in der Heimat bist und die Zeit dafür hast vor allem, wie sieht dann der perfekte Urlaubstag mit der Familie aus? Der perfekte Urlaubstag in der Schweiz. Ja, dann nehmen wir mal einen Winterurlaub. Aha. Dann stehen wir alle zusammen auf, frühstücken. Also aufstehen zusammen ist unterschiedlich, je nachdem wie die Kinder schlafen. Du bleibst länger liegen, oder? Nee, umgekehrt. Ich stehe meistens als Erster auf, wenn es die Kinder zulassen, wenn die ein bisschen länger schlafen. Dann frühstücken wir gemeinsam. Und dann irgendwann mal nach meiner Karriere, der absolute perfekte Winterurlaub wäre dann natürlich, wenn ich auch Skifahren kann. Du fährst jetzt gar nicht Ski? Momentan fahre ich kein Ski, ja. Ich bin das letzte Mal, glaube ich, vor 7 Jahren drauf gestanden für einen Tag. Und das war auch. Das ist ja Folter. Also wenn man im Skiurlaub oder im Winterurlaub in so einem Land ist und man hat überall Schnee vor der Nase und Berge, das ist ja. Aber die Kinder lernen es jetzt gerade, die sind in der Skischule. Und ich glaube, wenn die das dann auch gut können, dann ist die Zeit dafür da. Nimm es mir nicht böse, aber ganz so lange, ne, du bist ja jetzt auch nicht mehr der Jüngste, ganz so lange ist ja nicht mehr. Das heißt, wenn die richtig gut sind, dann kannst du auch wieder. Sagen wir so, in 5 Jahren, dann fahren die vielleicht gleich gut wie ich, wenn ich wieder anfange und dann ist es ausgeglichen. Siehst du, ist absehbar. Jetzt nimm mal ruhig noch einen Schluck Kaffee, denn ich will dich jetzt ein bisschen hier, ne, jetzt kommt die Schnellfragerunde, musst du ein paar Sachen beantworten bzw. vervollständigen und lass dir nicht zu viel Zeit, okay? Also, diese berühmte Schweizer Persönlichkeit beeindruckt mich besonders und weil? Ja, das ist schon Roger Federer, weil er wirklich auch jetzt er ist auch nicht mehr der Jüngste und er trotzdem immer noch auf höchstem Niveau spielt und sich immer wieder zurückkämpft. Ähnlich wie du? Nicht mehr der Jüngste, trotzdem noch höchstem Niveau. Ich bin ein bisschen älter noch. Deswegen habe ich auch noch ein paar Jahre vor mir. Ja, absolut, absolut. Mein Lieblingsbegriff auf Schweizerdeutsch, den ein Dortmunder vermutlich nicht kennt. Das ist schwer. Ich bin jetzt wieder in Deutsch drin und dann kommen die Schweizer aus. Ich kann dir meins sagen. Chirsi. Chirsi? Kirsche? Chirsi. Chirsi? Chirsi. Da habe ich auch lange. Also das war so meins, wo ich dachte, was ist das? Ja, dir fällt selbst sonst? Ja, da gibt doch so viele, komm. Das muss doch für dich, und ich sage jetzt mal Roman Bürki oder so, ein Vorteil sein, dass ihr euch unterhalten könnt und keiner kann es verstehen in der Kabine so ungefähr. Ich habe ja euer... Ja, das sind meistens Wörter, die man nicht in der Öffentlichkeit sagt. Gut, zum Beispiel. Dann gehen wir weiter in der Liste. Sehr gut. Meine Lieblings-WhatsApp-Gruppe hat den Namen... nicht BVB offensichtlich. Ja, doch, ganz klar, BVB-Spieler. Ja. Sehr gut. Nicht die Trainings-Apps, die Trainingsgruppe, sondern die Spielergruppe. Ja, sehr gut. Zum Schluss nochmal eine Frage, Marvin, ein bisschen privat auch. Was schaltet ihr bei euch zu Hause quasi am freien Sonntag auf der Couch ein, wenn ihr zusammen seid zu Hause? Ja, momentan letzten Sonntag haben wir König der Löwen geguckt. Dann macht ihr schon einen Film an, gemütlich beisammen. Doch, das gibt's auch mal bei uns, ja. Schön. Ist ja auch, ich habe auch 2 Kinder, das ist schon cool, wenn man dann wirklich mal alle zusammen und etwas findet, wo dann auch alle dabei waren. Manchmal unterbrechen wir in der Hälfte, aber... Ja. Gut, die Aufmerksamkeitsspanne ist manchmal ein wenig kürzer bei Kindern, das kenne ich auch. Aber eigentlich würde ich ihn gerne ganz durchschauen. Ja, aber das ist, wie gesagt, das kennt, ich glaube, jeder Familienvater. Marvin, vielen lieben Dank. Schöne Einblicke und alles Gute für die Zukunft.
Danke. Und dann auch mal wieder auf dem Käffchen. Genau, danke schön.